Ja, lange auf dem Pferd gesessen und immer noch dicke Eier hat Joel. Und er auch. Nein, Quatsch. So. Da oben kann man auch rein. Cool. Haben wir in der letzten Folge ja, habe ich ja gesagt, ich hatte den einen Raum, den habe ich gar nicht. Den habe ich übersehen damals. Auf der Dreier, wie ich es damals gespielt habe. Hallo? Hallo? Wie ich damals auf der Dreier gespielt habe. Yay! Was haben wir denn hier? Oh, ein Schlafplatz. Okay. Hier hat wohl auch einer geschlafen, der Familie hatte. I'm loving memory. Ich liebe Erinnerung. Ja, das tue ich auch. Vor allem gute Erinnerungen. Nur gute Erinnerungen. Und ich kann sagen, von Last of Us habe ich nicht so gute Erinnerungen. So, die Schublade ist leer. Da ist doch Medikit verbessert. Medikit sind jetzt 67% stärker. Meine Damen und Herren, mein Name ist Dr. Flex. Den die Frauen vertrauen. So, dann schauen wir mal. Medizinisches Handbuch, Band 2, verbesserte Effektivität, Erste-Hilfemaßnahmen auf dem Feld. Sterilisierung. Sterilisierung ist wichtig für die Effektivität der Feldmedizin. Es folgen Techniken zur Sterilisierung in nicht keimfreien Umgebungen. Sterilisierung ist unerlässlich für eine effektive Behandlung von Wunden im Feld. 1. Wenn die Hände oder die Wunde nicht gewaschen werden können, muss beides mit Lot, Alkohol und Urin behandelt werden. Stimmt, war ja früher so mit Urin, ne? Ich glaube, mit Urin soll ja so eine Wirkung haben. Kann ich mich entsinnen? Hab ich mal gelesen. Habe ich mich mal schlau gemacht. Habe ich schlau gemacht. 2. Die Wunde muss mit sterilen Werkzeugen ausgeschnitten werden. Also geschnitten werden. Die Hände sind mit sterilen Stoff oder Plastik zu verpacken, um Infizierte zu vermeiden. Genau, um mit Infizierten zu vermeiden. Ellie, sei ruhig, ich lese gerade vor. Um Infizierungen zu vermeiden. 3. Die Wunde gründlich mit sauberem Wasser ausspülen. Wasser kann im Feld sterilisiert werden, indem es 15 Minuten gekocht wird. 4. Anschließen die Wunde mit sterilen, wahrscheinlich anschließend, haben sie sich wahrscheinlich verschrieben, anschließend die Wunde mit sterilen Bandagen verbinden, die in kochendem Wasser oder in Alkohol vorbereitet wurden. Bandagen von dem Verbinden gründlich trocknen. Mein Name ist Dr. Flex und ich bekomme bald mein Diplom von Naughty Dog. Ja? Ich freue mich schon. Dann darf ich endlich operieren. Mit meine Wurstfinger. So. Da haben wir ein Tablettenpaket. Mein Gott, was viele Erinnerungen. Ich frage mich, wofür diese Knotentaschentücher er dahin gemacht hat, derjenige. Ich frage mich, was für Fotos das sind. Wer hat denn. Wer sagt denn so, ich gebe meine Familienfotos, gebe ich einfach mal einen Spieleentwickler, der kann die da ruhig aufhängen. Moment, das muss ich mir jetzt mal angucken. Das gibt's doch gar nicht. Och, wie süß. Ein Wauwau, ein Wuffwuff. Der liebliche. Okay, zweimal das Bild. Gab's ein Dutzend billiger. So. Zack. Wieso haben wir denn so wenig Leben? Habe ich irgendwas verpasst in der letzten Folge? Was war denn? Da war doch gar nichts, oder? Rutsch mal. Okay, so. Okay, na los. Oh, das ist noch. Da ist noch ein Treppenhaus. Vielleicht sollte ich doch lieber zu Fuß gehen und Ellie reitet. Mir juckt schon wieder. Gar nicht mehr an allem Zeus jetzt entsinnen, wie das jetzt. Na toll.
Jetzt schmollig. Nö. Sehr, sehr intelligentes Treppenhaus. Ich schmolle jetzt einfach. Ich glaube, da geht's weiter. Mich mal trotzdem noch mal hier umsehen. Das ist so riesig, das Areal. Können die Stunden verbringen? Ist ja wie bei GTA. Da liegt doch wahrscheinlich was im Truck. Das riecht doch förmlich danach. Ja. Das ist natürlich auch ein cooles Versteck. Wenn man so, der Truck so auf der Seite liegt, einfach die Klappen zu, dann ist man auch geschützt. Ne, nur Problem ist, wenn man da wirklich dann raus muss, dann... Und die stehen davor, die Klicker oder die Runner. Dann hat man schlechte Karten. Also, mich würd mal interessieren, was wäre eigentlich das Beste? Rodriguez, 1921, bla bla bla. Hardy Golf Park ist natürlich auch cool. Southern Eastern, okay. Mich würde mal interessieren, was wäre denn so euer bestes Versteck bei so einer Epidemie? Also wenn sowas... Oh, die Äffchen sind wieder da. Äffchen. Hallo Äffchen. Hallo Äffchen. Ich kann nicht schießen. Ich darf die Äffchen nicht abschießen. Was ist das denn? Äffchen. Ey. Meine Äffchen. Nee, was wäre denn euer? Wenn jetzt so eine Epidemie, so eine Zombie-Plage. War das dein erster Affe? Oh, jetzt ist Ellie zu weit weg, das hören wir sie nicht mehr. Die redet gerade. Die haben auch einfach da hinten stehen lassen. Naja, da wird schon. Naja, komm, nehmen wir sie mit. Genau, was wäre denn so euer bestes Versteck oder wo würdet ihr euch denn so verstecken und verbarrikadieren, so um sowas zu überleben? Was wäre so eure Behausung, die ihr da, würdet ihr zum Beispiel im Parkhaus gehen, würdet ihr, keine Ahnung, vielleicht im Supermarkt, weil da habt ihr ja Lebensmittel. Rutsch doch mal. Was wäre so eures ideales Versteck, was in Deutsch? Euer ideales Versteck, wo ihr euch verbarrikadieren würdet. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren. Also, ich würde, glaube ich, schon mit dem Supermarkt voll zufrieden. Weil da hätte ich wenigstens ein bisschen Lebensmittel. Aber da gibt es auch viele Eingänge und viele Türen, die man verbarrikadieren muss. Aber so ein riesen Einkaufszentrum wäre schon cool. So. Ah, schreibt es einfach mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ich werde es mir dann mal durchlesen. Und dann im nächsten oder übernächsten Video, je nachdem, wann ich die Kommentare dann... ja, wahrscheinlich nicht im nächsten Video oder auch nicht im übernächsten Video, weil, erst wenn das Video ausgestrahlt wird, das hier... Hallo? Wird's. Sollte hier nicht mal irgendwer sein? Vielleicht halten Sie sich einfach lieber bedeckt. Das wird ja... Ja. Das wird vielleicht. Ja Mitte August sein, wenn dieses Video ausgestrahlt wird. Das heißt noch knapp eine Woche dann. Dann fängt schon wieder die Bundesliga an. Hey, für euch dann. Fireflies. Yay. Ich seh's. Das ist gut. Ein Zeichen der Fireflies. So. Aber jetzt reitet Ellie selber, oder? Ja, das ist schon mal sehr gut. Da können wir uns hier nochmal ein bisschen umsehen. Okay, haben wir den Plan von der Uni. Da wieder ein Firefly-Zeichen. Aber ich glaube, hier liegt, glaube ich, nichts. Das ist glaube ich, nichts Besonderes. Hä? Wo ist denn Ellie? Ellie? Where are you? Hallo, wo ist sie denn? Hä? Ah, hier. Steht vor der Tür. Trotzdem nochmal da hinten einmal kurz schauen. Mann, Joel, rennen.
Packhaus? Bestimmt, ne? Oder? Sieht so aus. Sieht zumindest danach aus. Be you, be me, be you for always. Ich hab voll den Ohrwurm jetzt davon, keine Ahnung. Oh, das sieht so schön aus mit der Sonne. Diesen Lensflare-Effekt. Und auf der Linse so dieses... Ah, cool. Sehr schön. So, Disconnect Generator when not on duty. Okay. Da ist es. Was? Ja, das ominöse Spiegelgebäude. Der bewegt sich nicht. Da ist der Generator. Hallo? Da steht noch ein Generator. Ja. Den müssen wir wahrscheinlich einschalten. Huch. Was war denn da? War das am Leuchten, oder? Ja, sehr da. Das haben sie wohl hingebastelt. Okay, du bleibst hier und... Hältst das Pferd. Warum hältst du nicht das Pferd? Tut mir leid. Ich bin nervös. Geil. Oh. Das sieht förmlich danach aus, als hätten wir hier gleich Besuch. Das ist doch wieder so eine Szene, so wie man aus dem Film kennt. Mich juckt's. Man wird getrennt. Und der Typ oder die Frau, die dann weitergehen muss, um irgendwas zu öffnen, die wird angegriffen. Oder auch nicht. Was haben wir hier? Oh, hier haben wir einen Lagerplan. UIC Campusplan. Der Campusplan. Uiuiuiui. Ein Lageplan des UEC Campus. Mhm. Die Hartford Hall. Fincher Hall. Arts. Okay. Das sieht hier aus wie so eine Poststelle. Haben wir was liegen? Ne. Okay, da oben geht's nicht weiter. Oh mein Gott. Ich kriege schon wieder schlechte Erinnerungen. Ja, jetzt weiß ich, wer es kommt. Was haben wir denn hier? Da ist wieder das Mädchen. Oh! Schauen wir mal, vielleicht können wir das mal lesen, was da drauf steht. Calling all anime and manga entrustians. Was steht da in rot? The... Otaku Festival, okay. Save don't blood now. Also save Donner Platten, ne? Fick dich Donner, leg mich doch am Sack. So. Club Dread Reggae Night. When the night has come. Ah, nee, das war was anderes, ne? Ja. Ich entsinne mich. Was haben wir denn hier stehen? Protobriety Rules. No Alkohol, no Drugs, no Smoking, no Weapons. Okay, dann müssen wir unsere Waffen jetzt hier auf den Tisch legen, anscheinend. Yay. Achso, das sind die Zimmer. Ja, stimmt. Da haben wir einen Lappen. Da sind schon wieder Bilder. Der Typ mit der Flasche ist am geilsten. Wie geil ist das denn? Einfach mal Fotos. Ich weiß gar nicht, war das auf 3 auch so mit den Fotos? Oh, hier. Was haben wir denn hier? Oh, cool. Blood Samurai. Mental Mansion. Under Your Skin. The Great Race. Okay, The Great Race. Was haben wir hier? Das sieht so ein bisschen aus wie Angelina Jolie. Live-Konzert. Wow, toll. Da haben wir wieder was zum Sammeln. Hier haben wir eine Schublade. Und eine Schere. Das heißt, wir können mal eben ganz schnell schauen, ob wir was bauen können. Ja. Wir können unsere Machete verbessern. Das ist sehr schön. Wir können einen Molotow-Cocktail bauen. Und noch einen Molotow-Cocktail bauen. Dann hätten wir das nämlich auch. Und dann können wir demnächst dann
schauen, dass wir noch eine Nagelbombe bauen. Dass wir die Nagelbombe dann verbessern. So, was haben wir? 90. Was hatte ich denn gesagt, was wir verbessern wollten? Ich kann mich gar nicht mehr entsinnen. War das Heiltempo? Nee. Schwanken der Waffe wollten wir, glaube ich, machen. Ne? Machen wir das mal. Aber das ist schon gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir immer noch 40, haben wir immer noch. So. Savage Starlight kennen wir ja. So. Dann gehen wir mal weiter. Ach, da war noch eine Schublade. Richtig. Wie gut, dass ihr mich erinnert habt dran. Tagebuch eines Studenten. Uiuiuiui. Ja, viel geschrieben. 18.01. 9 gottverdammte Monate gewartet und noch immer nichts. Kein Wort von niemandem. Ich habe im Speisesaal weitere Dosen mit Nahrungsmitteln gefunden, doch die reichen nicht lange. Kleiner Vorfall bei der Barrikade im Ostflur, aber immer noch alles sicher. 31.01. Ich habe einen Blick auf eine herumstehende Gruppe dieser Dinger geworfen. Einer sah aus wie Heather. Heather. Vielleicht war es sogar Heather. Scheiße. 10.02. Die Batterien gehen langsam aus. Wir hören nur noch einmal pro Nacht Radio. Das habe ich seit letzter Übertragung aufgegeben. Genau. Wo war ich denn? Da. Sie ist 3 verfluchte Monate her. Also, weshalb die Mühe? 25.02. Cheryl hat gestern draußen gequalmt. Sie sagt, sie braucht das. Sie war ziemlich angepisst, als ich ihren Vorrat wegschmiss. Sie versteht es nicht. Wir müssen einen klaren Kopf behalten. Jemand muss in die Stadt und weitere Vorräte besorgen. Wahrscheinlich werde ich das sein. Wie lange ging das wohl gut? Ja, das frage ich mich auch. Wie lange das wohl gut ging mit den Vorräten holen alles. So, da mal wieder eine... Da ist nichts drin, okay. Verdammt, Sporen. Sporen? Wo? Hä? Habe ich was verpasst? Oh, da haben wir was zu sammeln. Sporen? Ah, hier, wow. Tatsächlich. Tatsache. Kann man hier auch schon sehen? Okay, da kann also Joel doch durch Wände gucken. Anscheinend. War denn hier noch was? Nee, da war die Tür, wo wir reingegangen sind. Na ja. Müssen wir jetzt hier runter? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Da liegt was im Schrank. Was ist das? Eine Flasche, ne? Ja, die nehmen wir da mit. Wir beenden das Leiden gleich mal. So, ich möchte doch mal... Wir haben immer noch unsere Machete. Hier ist ein Kickertisch und ein Bildertisch. Wer steht denn da? Ich sehe da gar nichts. Steht da ein Klicker? Ja, da steht ein Klicker. Keep this place safe and clean. Das passt ja jetzt gerade mal voll. Das war der rumgelaufen ist, ne? Ja. Wir werden mal versuchen, dass wir vielleicht mal daran vorbeischleichen. An den ganzen Pappnasen, an den Pappenheimern. Hallo. Hallo, Jungs. Oh, oh. Oh. Die sind so unberechenbar, weil die so zucken so. Oh, das wäre jetzt echt fail, wenn er jetzt hier rumkommen würde. Hallo. Also der geht da rein. Die Frage ist, kommen wir da weiter? Müssen wir da hinten hin? Dum, dum. Dum, 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 dum. When the night has... Ich muss mal eben schütteln. Has come. So, voll, voll, voll. Wir sollten uns beeilen, weil der dreht ja gleich um. Macht die Tür auf. Der dreht ja gleich um und kommt... Wow, 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 wow. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut, denn... Ja.
War das jetzt leise oder war das laut? Das war laut. Das war sehr laut. Denn oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Da war rechts noch einer. Mann, ist ja schwer. Was los? Party! Party, Jungs. Party, Party. Weil ich möchte jetzt ungerne... Wo können wir da was verbessern? Ich möchte jetzt ungerne... Ein Messer können wir herstellen, glaube ich. Ja. Nee, doch nicht. Hatten wir nicht gerade ein Messer verbraucht? Nagelbombe. Ist überhaupt nicht laut. Ich möchte ungern jetzt hier ein Medikit verbrauchen, verballern, verplästern. Der scheint aber nicht zu kommen. Ich dachte, der kommt jetzt hier. So. Ganz leise müssen wir hier die Schublade mal öffnen. Oh, der... Wow. Hallo, nimm auf die Sachen. Warum stehst du auf? Oh, Pfeile. Voll. Attention, attention. I hear something on my headphones, was wesentlich bigger ist than mich. Ach du Kacke. Ach so, wir hatten ja die Machete wahrscheinlich benutzt, glaube ich, vorhin. Kann das sein? Bei dem Einklicker. Ich möchte mich nochmal, trotzdem nochmal hinten umsehen. Vielleicht ist er da. Ey, das ist doch voll Bruce Lieferschnitt. Volles Rohr. Ach, da hinten ist der. Kann das sein, dass es der Raum ist, da hinten, wo wir gestartet sind? Oh, bleib doch da, du Affe. Du Affenkopf. Geh weg, du Affenkopf. Ist das... Ah, das ist der Raum, ne? Dann brauchen wir da gar nicht mehr reingehen. Dann gehen wir jetzt einfach hier weiter. Schauen wir mal, dass wir den Dicken da mal einfach mal stehen lassen. Ich glaube, der hat ein bisschen Magen-Darm-Probleme. Oh, 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 oh. Hallo, 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 hallo. Oh, geh weg. Wow. Aha. Haben wir hier noch was? Nein. So, bloß weg hier. Aber ganz schnell. Aber ganz, ganz schnell. Oh, Gott sei Dank. Meine Güte. Huh, so. Schauen wir uns mal die um. Vielleicht ist hier noch was zum Sammeln. In der Uni. Ja, in der Uni, in der Uni. Da springe ich immer wie ein Flummi, Flummi, Flummi. In der Uni, Uni, Uni. So. Hier haben wir aber nicht zusammen. Ach, hat er hier auch irgendwie so Klamotten nimmt hier, wie zum Beispiel. Blue Rain. Ich betone es nochmal. Blue Rain, das Waschmittel. Ich glaube, ich werde nächstes Mal dann mal so eine Kamera mitnehmen, wenn ich einkaufen gehe. Dann die Let's Play Live Show und Tour. Und dann würde ich einfach mal sagen, hallo, ich hätte gerne einmal Blue Rain an der Kasse. Dann gucken die mich bestimmt ganz verdutzt an. Blue Rain. Was ist ein Blue Rain? Das ist ein Waschmittel, das habe ich gesehen in einem Videospiel. Mm-hmm. Ich hoffe mal, ich kann es hier kaufen. So. Sehr schön. Das sieht gut aus. Yay. Yeah. Infizierte, mir geht's gut. Hier, mach jetzt das Tor auf. Aber natürlich machen wir das Tor auf. Achso, wir müssen ja den... Achso. Achso. Ja. Sehr schön. Kabel anstecken. Zack. Oh, natürlich anschmeißen die Orgel.
Ich wollte mal falsch drücken, mal gucken, was passiert. Wie sich dann immer schön aufregen kann. Sehr schön. Wow. Los. Alle hopp. So. Waren das Fireflies? Nein. Nein, ich glaube nicht. Warum gibt es Infizierte so nah beim Labor? Bill nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. Komm. Alle hopp. So, dann wären wir auch schon am Spiegelgebäude. Ich sag's nochmal. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Verschnaufpause und schauen uns dann in einer weiteren Folge an, wie wir da ja, weiterkommen. Was da im Labor auf uns wartet. Ob wir endlich die Fireflies treffen. Oder wen wir auch immer da treffen werden, das seht ihr in einer weiteren Folge und ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Also macht's gut. Tschüss.